Leute, ich bin's hier wieder, eure Sabrina mit dem Ghosty. Wir melden uns heute aus Silverglade Village beim Ratsmann hier. Wir machen weiter bei der Weihnachtsquest. Also Carney, der beim Pferdsportcenter steht, hat die grünen Kugeln. Er scheint sie aber nicht zu finden. Deswegen glaube ich, ist es das Beste, wenn du zu ihm reitest und ihm hilfst. Okay, gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg, um die grünen Baumkugeln zu suchen. Wir haben ja heute hier schon den 4. Advent, soweit ist es schon. Ja, die Zeit ist so schnell vergangen und habt ihr schon Schnee bei euch? Hat es bei euch schon geschneit? Und ja, bei mir hier in Niedersachsen hat es noch nicht geschneit. Es gab noch keinen Schnee und wir werden, denke ich, auch nicht weiße Weihnachten bekommen, weil es einfach hier viel zu warm ist. Aber ihr könnt ja gerne einen Kommentar unter dem Video da lassen, falls es bei euch schon geschneit hat. So, hier vorne haben wir jetzt den Kanal, der die grünen Kugeln sucht. Hallo Sabrina, was liegt dir auf dem Herzen? Ja, wir möchten doch gerne die grünen Kugeln haben für den Weihnachtsbaum. Ja, Sabrina, wir haben gesucht und gesucht. Ich habe soeben erfahren, dass sie sich auf dem Heuboden des Stalls befinden. Stell dich unten hin und wenn du fertig bist, wird sie jemand von oben herunterwerfen, sodass du sie fangen kannst. Ein Tipp, steige vom Pferd ab. Okay, wenn wir vom Pferd absteigen sollen, lassen wir mal Ghosty hier vorne stehen. Und hier ist halt der Punkt, wo wir uns hinstellen sollen. Mach dich bereit. Okay. So, das war die erste. Zwei haben wir schon. Drei und vier haben wir auch. Oh, 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 oh. Schaffen wir es noch? Ja, fünf. Und hier kommt die sechste. So, das haben wir geschafft. Dann steigen wir mal auf unserem Ghosty hier wieder auf. Gut gefangen, Sabrina. Also wir haben hier schon mal zwei Fragmente wieder bekommen. Du musst jetzt einfach den Baum mit den grünen Kugeln dekorieren und dich dann beim Ratsmann melden. Ja, das machen wir dann. Also, hoppi galoppi wieder zurück nach Silverglade. Und dann hängen wir mal die grünen Kugeln an den Baum. Also wir haben ja schon echt sehr viele verschiedene Farben an den Baum dran gehangen. Aber dass man auch, wie gesagt, grüne Kugeln an dem Baum hängt, das ist mir halt so selbst auch neu, weil der Baum ist ja halt schon grün. Und ich selber hänge halt keine grünen Kugeln an den Weihnachtsbaum, also meistens so rot und silber oder auch mal lila und blau. Aber grüne kommt man an dem Weihnachtsbaum hier nicht dran. Aber jetzt hier im Spiel, gut, dann packen wir da mal ein paar grüne dran. So, dann halten wir hier vorne mal an. So, sechsmal die Kugeln da dran. Das geht ja hier ganz schnell. So, alle grünen Kugeln hängen da auch dran. Sieht halt ein bisschen ulkig so aus. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob die grünen Kugeln überhaupt sichtbar sein würden, aber es hat prima geklappt. Das sieht ja, naja, wem es gefällt. So. Felicity aus Firegrove
baut einen ganz besonderen Schlitten für Andy zu Weihnachten. Es gibt nämlich eine Legende, die besagt, dass es ein ganz besonderes Metall gibt, das jedem Gegenstand, der daraus gemacht wird, Leben verleiht. Das würde Andys Schlitten sozusagen magische Kräfte geben. Ein bekannter Entdecker, Nick Stonegrund, hat uns eine Beschreibung gegeben, wo man dieses Metall bekommt. Wir haben den Ort leider noch nicht finden können. Vielleicht kannst du den Ort finden, in der Beschreibung steht X 137 und Y 119. Wir glauben, dass es sich dabei um Koordinaten handelt. Falls das stimmt, handelt es sich um einen fast unzugänglichen Ort. Westlich der Galoppern bei den Everwind-Feldern. Der Weg dorthin birgt einige Gefahren, aber du und dein Pferd werdet das sicher schaffen. Ich denke, man kommt am besten von Herrn Campbells Ölbohrstelle in den Everwind-Feldern dorthin. Versuche das seltene Metall und an dem sozusagen unzugänglichen Ort zu finden und bringe es Felicity nach Firegrove, damit sie Andys Schlitten fertig bauen kann. Vergleiche die Koordinaten mit deiner Karte. Ja, also X 137 und Y 119. Dann schauen wir mal. Es soll sich westlich von der Reitbahn ja dann Zugang bewegen. So, gucken wir mal. Dum-dum-dum-dum-dum. So, hier ist ja schon mal die Felder. Gucken wir mal. Da ist 37. Gucken wir mal, wo wir hier hochkommen. Sind wir jetzt gerade? Da hinten, da sieht es ja schon mal gut aus nach dem Metall. So, okay, hier ist ein UFO mal abgestürzt. Und wir haben halt hier das Metall bekommen. So, das bringen wir jetzt halt nach Firegrove. Und wir lassen uns jetzt hier aber abholen und nutzen dann den Transporter, um
nach Firegrove zu kommen. So, das geht nämlich viel schneller, als wenn wir da jetzt einmal rüber reiten würden. So, fantastisch, Sabrina. Was für eine Überraschung. Du hast das Metall, das ich zum Bau des Schlittens brauche, gefunden. Andy wird sich sehr über sein Geschenk freuen. Der Ratsmann lässt ausrichten, dass du dich morgen bei ihm melden sollst, um weitere Aufgaben zu erhalten. So. Wir porten jetzt aber trotzdem nochmal nach Silverglade, weil da sieht es ja noch ganz gut aus von der Questreihe her. So, wir porten nach Steves Farm. So, und da geht's hier auch direkt weiter. James ist ein wenig traurig, weil er keine Lichterketten in seinem Stall bekommen hat. Natürlich soll er auch ein paar Lichterketten bekommen, obwohl er so einen schrecklichen Schneemann gebaut hat. Dekoriere James' Stall in Fort Pinter mit Lichterketten. Sprich danach mit James und frage ihn, ob er zufrieden ist. Okay, okidoki, auf nach Fort Pinter. Dann bekommt der James hier halt auch noch ein paar Lichterketten. Wir sind ja nicht so, ne? Ist ja schließlich Weihnachten. So, auf nach Fort Pinter. Miep, miep, hat's da gemacht. Was lädt er denn jetzt wieder so lange? Okay, da sind wir schon. So, hier ist ja immer unser James und er möchte halt ja auch die Lichterketten, die wir hier bei uns haben. Da können wir erstmal hier die Fragmente halt aufeinander packen und den Weihnachtswunsch zu den anderen. Dann packen wir ihm mal hier die Ketten damit dran. So, die sind alle dran. So, James, gefällt dir das, was du hier siehst? Das sieht jetzt sehr schön weihnachtlich aus. Vielen Dank. Ein Weihnachtsgeschenk für den Ratsmann, okay? Als Dank für die Beleuchtung wollte ich dem Ratsmann ein Weihnachtsgeschenk geben. Könntest du vielleicht das Geschenk zu ihm bringen, wenn du nach Silverglade reitest? Gut, wir spielen hier einmal den Überbringer. Aber wir nehmen wieder den Transporter. Da ganz rüber reiten, das dauert mir halt zu lange. So ein Transporter, da geht es ja immer schnell von A nach B. Hier ist der Ratsmann, hier gibt es einmal das Geschenk. Wie nett von James, mir etwas zu schenken. Das war doch nicht nötig. Und es war auch sehr nett von dir, es mir zu bringen. Ich werde es zum Weihnachtsabend verwahren. Das ist immer gut. Steve braucht etwas Hilfe bei den Weihnachtsvorbereitungen. Reite zu ihm und frag ihn, ob du helfen kannst. Er ist wie immer auf seiner Farm. Ja gut, dann auf zur Farm. Wir helfen ja überall gerne. Aufmerksame Steve. Gut, dass du gekommen bist, Sabrina. Nein, nein, alles in Ordnung. Ich brauche nur etwas Hilfe mit den drei Gaben für die Vögel.
Ein schweres Weihnachten, okay. Die armen kleinen Vögel haben immer eine schwere Zeit um Weihnachten. Deswegen will ich ihnen Gaben hinstellen, um sie zu unterstützen. Du bist sehr geschickt auf deinem Pferd. Nimm diese und stell sie bei der nördlichen Seite der Koppel auf. Man macht dann weiter bei Wills Mühle. Die dritte kannst du vor Marleys Koppel stellen, nordwestlich von Silverglade. Wenn du fertig bist, kannst du dann zum Radmann reiten und Bescheid geben. Nördlich? So, da vorne sehen wir schon. Hier sollen wir was aufstellen für die Piepmetze. So, das ist der erste. Dann reiten wir dann mal schnell hoch zur Mühle. Ob sich die Piepmätze da wirklich drüber freuen, naja, ich weiß ja nicht so. Aber man macht das ja halt dann, ne? So, hier ist die Mühle. Und da kommt der nächste für die Piepmätze. So, jetzt geht's einmal runter zur Koppel. Hier ist ja mal von Marley die Koppel. Und da kriegen die Piepmätze hier auch was hin. So, da haben wir alles erfüllt. Und dann geht es wieder zum Ratsmann. Gut, dann hast du Steve für heute geholfen. Er ist wirklich sehr bedacht mit den Tieren. Ja, er ist halt tierlieb, ne? Harold hat die Lebkuchen fertig. Das riecht man im ganzen Dorf. Frag ihn, ob er mit den Herzen für die Türen des Dorfes fertig ist. Das machen wir doch immer. Der macht ja hier die weltbesten Pralinen. So. Hallo, hallo. Ja, die Lebkuchen sind fertig. Die fertigsten Lebkuchen der Welt. Jetzt muss der Ratsmann die Lebkuchen genehmigen. Bringe sie zu ihm, um seine Genehmigung zu bekommen. Er sagt normalerweise immer ja. Okay. Spielen wir heute mal den Transport dafür. Sieh mal an, die sehen ja fantastisch aus. Ich muss nun leider einen essen, sonst kann ich sie nicht genehmigen. Sie sind eigentlich zu schade zum Essen, aber irgendwer muss sie ja probieren. Da hat man gerade auch wirklich das Njam gehört. Okay, jetzt haben wir hier zwei Quests. Wir machen dekorieren die Türen des Dorfes. Sie sind unglaublich lecker, die besten überhaupt. Jetzt sind nur noch 7 über, nachdem ich einen gegessen habe. Nimm diese 7 und dekoriere damit 7 Türen deiner Wahl. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Okay, und dann nehmen wir gleichzeitig die Gartenzwerge nochmal an. Wenn du sowieso schon durch Silverglade reitest, kannst du auch gleich die Gartenzwerge aufstellen. Sie sollen in den Gärten des Dorfes stehen. Stelle sie dort auf, wo sie am besten aussehen. Okay, das machen wir doch auch. Also, wir schmücken hier erstmal. So, hier haben wir ein Gartenzwerg und ein Herzchen. Kommt hier der nächste Gartenzwerg?
Noch mehr Herzchen. Also geht ja richtig schnell die Quest hier. So, jetzt haben wir nur noch 3 über. Das ist ja nicht mehr viel. So, hier kann ich keine Gartenzwerge loswerden. Hier auch nicht, aber hier bin ich noch mal ein Herzchen. So, und hier werden wir noch mal ein Gartenzwerg. Und hier drüben auch noch. So, damit haben wir die Lebkuchen- und die Gartenzwergaufgabe fertig. So. Gut, dann wollen wir mal hoffen, dass die Kinder im Dorf sie nicht vor Weihnachten anknabbern. Aber ich verstehe, dass es sehr schwer ist. Selbst ich kann kaum meine Finger von den Lebkuchen lassen. Dafür haben wir auch wieder 2 Fragmente bekommen. Und alle Gartenzwerge sind aufgestellt. Super. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr auf ihren Plätzen bleiben. Und jetzt haben wir als Belohnung auch einen Gartenzwerg bekommen für unsere Satteltasche. So, ich habe mir überlegt, dass du dir heute ein kleines Geschenk verdient hast, weil du mir so sehr geholfen hast. Kani ist ein guter Leder- und Sattelmeister. Ich habe ihn darum gebeten, dir ein schönes Weihnachtszaumzeug zu machen. Reite zu Kani und hole dein Geschenk ab. Den Rest des Tages hast du frei. Okay, also wir bekommen ein schickes grünes Weihnachtszaumzeug dann und wieder ein Weihnachtsfragment. Gut, dann galoppieren wir da einmal rüber und holen dann unser Geschenk ab. Komm schon, Ghosty, stell dich jetzt hier nicht so an. Die Brücke ist doch kein Hindernis für dich. Araber halt, ne? Also denen geht auch manchmal was anderes durch den Kopf. Mal gucken, wie ihm denn das Grüne steht. Hier ist hier Kani. Hallo Sabrina, ich bin gerade mit deinem Geschenk fertig geworden. Es passt hervorragend zu der Weihnachtsdecke. Okay, so, gucken wir mal. Na, so viel Grün hat er nicht dran, ne? Also. Naja, also stehen, finde ich, tut es ihm nicht. Aber es würde vielleicht auf unserem Schimmel ganz gut aussehen, den wir ja haben. Und das gucken wir uns dann später mal an. Das ist ja auch eine Wintertrends, die wir bekommen haben. Und das ist da eine Winterpulli und die Maske. Dann haben wir noch die Mütze ja bekommen aus dem Kalender und die Satteldecke. So, jetzt haben wir hier in Silverglade halt die Uhr. Das heißt, es geht erst morgen weiter. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Weihnachtsquest. Viel Spaß euch noch. Tschüss, tschüss.